Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Und genau wie letztes Jahr wollen wir auch dieses Jahr das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Wir wollen ein bisschen drüber quatschen, was dieses Jahr so abgegangen ist. Und das Ganze nehme ich auf am 29.12. Gerade ist 19:44 Uhr. Einfach weil ich nicht weiß, ob ich morgen Zeit hätte, das aufzunehmen, zu schneiden, zu rendern, hochzuladen. Und am 31. hätte ich dafür nämlich keine Zeit. Deswegen eben schon jetzt. In einer Stunde ist das Jahr vorbei, wenn ihr dieses Video hier bei Release seht. Und wie gesagt, dieses Ganze hier ist so eine Art Podcast. Ich weiß nicht, wie lange es gehen soll, wird, sondern einfach, ich werde mal ein bisschen quatschen. Und hier wird nicht großartig was passieren. Also hier wird kein Gameplay sein, hier wird nichts Krasses sein. Ihr könnt es euch anhören. So im Hintergrund irgendwie so als Podcast oder so. Ich schmeiße hier mal kurz noch ein Kabel weg. Und ich würde einfach noch ein bisschen das Jahr passieren lassen. Beginnen wir am besten ja praktisch vor genau einem Jahr. Da habe ich meinen Silvester-Talk hochgeladen. Klingt erstmal ein bisschen unlogisch, aber es war. Und zwar hatte ich da eine Sache überhaupt nicht erwähnt. Und zwar, dass ich meinen Kanal wechseln wollte. Damals hatte ich im Jahresrückblick von, ich glaube, damals hieß Marvin sogar noch Nintendo Player, ich bin mir aber nicht ganz sicher, hatte er halt gesagt, dass sein Kanalwechsel Mitte 2015, glaube ich, eine gute Sache war, weil er viele inaktive Abonnenten hatte und sich eine neue Community aufbauen wollte, vor allem was RPGs angeht. Und ich stand ja bei so einem ähnlichen Problem. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 187 Abonnenten. 157 Abonnenten davon waren noch geblieben von der Zeit, wo ich, ja, Real-Life-Videos gemacht hat. Ich hatte damals ein Video, was hatte, glaube ich, irgendwas mit 3500 Aufrufen oder so. Weil es damals ziemlich im Hype dann war, das Thema, meine ich. Und ja, gut, das hat mich halt ein bisschen gestört. Und da habe ich halt für mich gesagt, okay, ich mache einen neuen Channel. Und ich habe den am 1.1. erstellt. Und am 1.1. kam auch das erste Video hier online. Ich gehe mal kurz auf meine Videos. Oder hier bei meiner Kanalinfo. Genau, Beitritt am 1.1.2016. Wir haben 10.000 Aufrufe. Leute, krass. Leider haben wir nicht die 100 Abonnenten mehr. Wir hatten sie zweimal dieses Jahr erreicht. Tja, dann war ich inaktiv. Habe ich selbst zu verschulden. Mein Pech. Ich schaue nochmal kurz. Das erste Video, genau, war dann Pokémon Rubin. Lustigerweise Part 2. Heiko will ein Pokémon. 52 Klicks, warum das denn? Ich hatte das nämlich falsch vor. Ich hatte erst den zweiten Part hochgeladen, den ersten. Ich hatte erst begonnen, die auf dem alten Legend of Erika-Kanal laufenden Projekte neu hochzuladen, damit die einfach hier sind. Sprich, Pokémon Rubin, Diddy Kong Racing und Super Mario Bros. The Lost Levels. Ich startete dann Ocarina of Time. Und dann tatsächlich, auch schon vor 11 Monaten, lass mich mal kurz gucken, was das genau für ein Datum ist. Am 9.1. startete dann tatsächlich Mario Kart Wii, das erste Capture Card Projekt, und ich bin beeindruckt von dem Thumbnail. Genau, ich hatte mir dann nämlich endlich eine Capture Card gekauft. Die steht auch gerade noch vor mir, hat so einen coolen leuchtenden blauen Ring, die ist momentan permanent an meinen Computer angeschlossen, einfach weil ich da nicht so gut dran komme. Und die habe ich halt gekauft und ist das Video in 60 Frames? Hat das Video 60 Frames? Nein, es hat nur 720p. 54 Aufrufe und damit ging halt dann so dieses Neue los. Dann auch tatsächlich einen Tag später Super Smash Bros. Brawl habe ich einfach nur gestartet, weil ich dieses ausnutzen wollte, dass ich diesen Capture Card habe. Dann kam auch noch ein Wochenrückblick, 1. bis 4. Ah ne, 4. bis 10. Januar 2016, so der einzige, der kam, glaube ich. Ja. Und dann ging es auch langsam los hier mit das Video, das geschnittene Mario Kart Video. Coupon, der globale Spaß. Und vor allem dann eben kranker Let's Player in Berlin. Das war halt, wann kam das denn überhaupt online? Das kam online am 9.2., also genau einen Monat nachdem Mario Kart Wii gestartet ist, sehe ich gerade. Und da habe ich halt einfach darüber geredet, dass ich in Berlin war. Und das habe ich halt so geschnitten, inspiriert von Nebelnik. Und das ging halt ziemlich ab, das Video. Also das hat gute Bewertungen bekommen auch. Dann ging es ein bisschen retromäßig.
mit Super Mario Land 2. Das haben wir tatsächlich auch beendet. Eines der wenigen beendeten Projekte dieses Jahr. Mario Kart Wii zählt noch dazu. Und zu den anderen kommen wir noch. Genau, Super Mario Land 2. Ein Spiel, was ich damals super gerne auf dem Game Boy gespielt habe. Dann kam hier nochmal ein Mario Kart Wii Video. Und dann, ja, genau. Dann ging es hier los mit Pokémon Sonne und Mond vor 10 Monaten. Pokémon Sonne und Mond League aufgetaucht. Da habe ich dann angefangen, diese News-Videos zu machen, die ich zwischendurch nochmal gemacht habe. Aber vor allem habe ich halt dann Capture Card Let's Play. Die haben sich halt auch besser geklickt. Das ist ganz einfach, ne? Das ist ganz klar. Und ja, dann Animal Crossing auf dem Handy. Vor 9 Monaten hat momentan 1328 Aufrufe. Da habe ich einfach nur geschildert, wie ich mir ein Animal Crossing auf dem Handy vorstelle. Kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass es tatsächlich sowas geben wird. Oder ich glaube, es war schon, ich weiß gar nicht. Dann habe ich ein bisschen Clickbait betrieben. Mein Video, ich schwebe in Lebensgefahr. Mit dem Wolf, na gut. Ist okay. Und ansonsten, man sieht hier einfach, wie lang die Projekte laufen. Immer noch Super Mario Land 2, Ocarina of Time, Mario Kart Wii, Ocarina of Time. Das, da werden die Thumbnails langsam besser. Da werden sie langsam besser. Ein Wochentalk. Okay. Mario Kart Wii, NX und Zelda U in 2017. Genau. Und hier, vor 7 Monaten, Super Mario Galaxy gestartet. Das kam, der Start war am 30.04. Und am, jetzt passt mal auf Leute, 4.05., sprich eigentlich 5 Tage später, kam Mario Kart 8, Part Online. Und das hat 137 Aufrufe. 4 Daumen hoch. Die Bewertung ist natürlich... naja, gut. Also da hatte ich mir dann halt spontan die Wii U gekauft. Warum? Ganz einfach. Ich hatte euch geschworen im letzten Silvester-Talk. Das könnt ihr jetzt sogar nochmal. Ich verlinke euch den in meiner Videobeschreibung. Hatte ich gesagt, wenn NX nicht 2016 rauskommt, kaufe ich mir eine Wii U. Habe ich euch versprochen. Das Versprechen habe ich tatsächlich gehalten. Ich glaube selber gar nicht, wie dumm das ist. Also ich weiß nicht. Na, ich bereue den Kauf nicht. Auf keinen Fall. Es ist eine klasse Sache. Kurz darauf startete dann auch Splatoon. Das war so eine Zeit, da kamen viele Videos. Vor allem regelmäßig. Jeden Tag 2 Videos, glaube ich. Und gerade wenn man dann kommt hier zu den Zelda Ocarina of Time. Der größte Schock meines Lebens. Ja, das war schon... Ach ja. Dann kommen wir auch langsam hier zu den Gebieten, wo dann Ferien waren. Hier startete The Wind Waker HD. Ich glaube, das war sogar in den Ferien. Auch für über 40 Aufrufe, wusste ich gar nicht. Minecraft Together. 2 Parts und das war's, okay. Aber hier war halt diese Daily MK8 Folgen, die hier kamen. Und das war cool. Das hat wirklich auch Spaß gemacht. Oh, auf dem Thumbnail ist ein Fehler drauf. Sich da mal reinzuknien und halt wirklich jeden Tag 2 Videos hochzuladen. Eins davon Mario Kart 8. Da kommen wir auch, glaube ich, langsam aber sicher zu den Videos mit Benny. Glaube ich. Hier geht's noch. Oh, Pokémon Go Pre-Release Talk. Da war das Spiel noch nicht draußen vor 5 Monaten. Heftig. Wo sind denn die Videos mit Benny? Ach, hier. IS-Terrorist online gefunden. Das ist einfach so. Ach, Mann. Ich, wisst ihr, das ist einfach. Das ist noch nicht so lange her, ne? Es fühlt sich so unglaublich lange her, obwohl dieses Jahr so furchtbar schnell rumging. Und es war so das erste Jahr, abgesehen davon, dass ich natürlich mein Mikrofon noch hatte, die Wii U hatte, eine Capture Card hatte, das erste so wirkliche Jahr, wo ich richtig reingehauen habe. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich nichts hochgeladen habe. Jetzt erst in den letzten Wochen. Und ich hasse mich dafür. Wir könnten schon weit über 100 Abonnenten sein, wenn ich denn mich immer so... nicht so, ne, ich hänge mich halt nicht rein. Das ist doof. Und manchmal hatte ich dafür gute Gründe, zum Beispiel Schule oder so. Und manchmal habe ich einfach gar keine Gründe. Und das war so doof. Es ist einfach so doof, was ich hier mache. Und auch ich würde so gerne mehr mit anderen Leuten machen. Und falls das irgendjemand von meinen Kontakten sieht, was weiß ich, Marvin, Benny, Donkey, irgendwer. Ne, man probiert es immer wieder und es kommt nicht zustande, außer bei Benny. Ich war unglaublich froh, dass das mit Benny geklappt hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil, wie gesagt, ich krieg's halt kaum mal hin, mit irgendjemandem Together aufzunehmen. Oder generell einfach nur sich zu quatschen oder so. Ne? Bei anderen, die sind dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder so, keine Ahnung. Oder halt auf dem Teamspeak. Und gut, Teamspeak habe ich jetzt auch wieder, funktioniert auch wieder.
Ich habe jetzt auch meinen neuen Computer, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe doch jetzt einen neuen Computer. Dö. Also, ich würde super gerne mehr mit anderen Leuten machen. Was weiß ich, Mario Kart, Splatoon, irgendwelche Races, Togethers, Retro-Projekte, irgendwas. Hier kam dann auch Mario Maker, sehe ich gerade. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man mit anderen Leuten das macht. Und ich biete mich herzlich an für Together-Projekt, für, wenn es Talk-Projekte sind und wenn es Let's Plays sind, ich bin dabei. Ich bin am Start, wenn ich Zeit habe natürlich. Nicht falsch verstehen. Ich nehme es nicht übel, wenn jemand sagt, nee, ich kann nicht. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel auch eine geplante Aufnahme mit dem Drache. Let's Play Drache. Aber die ist nicht zustande gekommen, weil er privat noch was hatte. Das ist völlig okay. Ich meine, das geht absolut vor und das ist auch keine Frage. Es ist halt irgendwie doof. Ja. Wenn man dann halt da sich denkt, so, ja, cool, aufnehmen. Und dann so, na, kann doch nicht. Wie gesagt, kann er natürlich nichts dafür und ich nehme es ihm auch überhaupt nicht übel. Meine ich nur. Lego City Undercover. Da hatten wir auch noch als Projekt. Läuft auch noch. Und, Alter, Mario Maker wird echt gut von euch angeschaut, sehe ich gerade. Möchte ich mich mal für bedanken. Es ist, also, für manche mag 34 Aufrufe vor 2 Monaten, mag das nicht viel sein. Ne? Und im Vergleich zu manchen Videos, die ich habe, ist es halt auch nicht viel. Ne? Also zum Beispiel hier, was ich an Super Mario Run hasse, ist vor einer Woche, steht hier, dass das online gekommen ist, hat 61 Klicks. Ich mache super gerne Let's Plays und es macht eine Menge Spaß und es sind coole Momente dabei und ich habe auch heute schon und gestern schon viele Videos wieder aufgenommen. Ich möchte ein paar Projekte wirklich möglichst vollständig aufnehmen, damit auch eben regelmäßig was kommen kann. Und ich habe auch noch einen Vorrat, den muss ich noch rendern. Ich habe den PC, musste ich einrichten, es hat eine Weile gedauert. Ich will jetzt wieder durchstarten, Leute. Und es ist, ich weiß nicht, das ist jetzt mein Vorsatz für 2017. Ja, 2017 haben wir schon. Alter. Wenn ich dann mein 4. YouTube-Jahr bestreite, ich würde gerne nächstes Jahr die 300 Abonnenten erreichen. Der Grund, warum ich glaube, dass das tatsächlich möglich ist, ist, dass ich nächstes Jahr im März unendlich motiviert sein werde. Ich habe schon gesehen, ich habe dort viele Klausuren. Ich habe super viele Klausuren. Ich glaube wieder 6 Stück in 2 Wochen. Also richtig, richtig spaßig, ne? Richtig, richtig spaßig. Alle Oberstufenleute, ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen. Trotzdem, Nintendo Switch, das Ding wird vorbestellt, sobald es geht. 13. Januar wissen wir alles, was wir brauchen. Und dann starten wir durch mit Mario Switch, Breath of the Wild und was auch immer dort kommt. Und ich werde Let's Playen, bis es kracht. Wirklich. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, ich erhoffe mir auch davon, dass ich ein paar mehr Zuschauer bekomme. Denn zum Glück ist das nicht mehr so. Aber es gab auch Zeiten, wo ich Videos hochgeladen habe, die wirklich 0 Aufrufe hatten über Wochen. Die einfach niemand geschaut hat. Mittlerweile, ich habe kein Video. Und ich glaube, ich habe nicht mal ein Video auf dem Kanal, das keine Bewertung hat. Ich glaube, jedes Video hat eine Bewertung. Auch wenn es nur eine ist. Ne? Also, es läuft nicht immer gut. Und gerade im Sommer, das hat mich sehr überrascht. Ich habe da Daily MK8 gemacht und die Parts wurden immer richtig gut geguckt. Obwohl das Sommerloch eigentlich ist. Und jetzt, wo die meiste Zuschaueraktivität wäre, sprich im Winter, mache ich keine Videos. Ja, und oh, Rocket League wurde downgeloadet auf meinen Computer. Sehr cool. Wir können ja mal schauen, welche Projekte haben wir dieses Jahr abgeschlossen? Wir können generell erstmal gucken, was haben wir denn hier für Playlists auf dem Kanal? Das würde mich mal interessieren. Wir haben Lego City Undercover, läuft noch. Zelda Twilight Princess im Livestream, läuft noch, geht bald weiter. Super Mario Maker, läuft noch. Ganz vergessen, ich sehe es gerade hier in der Playlist. Dieses Jahr, und ich habe wirklich, als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, ich bin im falschen Film. Es wurden dieses Jahr 8 Best-Offs zu diesem Zeitpunkt, also wenn ich jetzt nicht erst verpasst habe, 8 Best-Offs von meinen Videos gemacht, von meinen Let's Plays. Best-Offs. Das ist, also, das ist unglaublich. Also, es mag vielleicht für den einen oder anderen
jetzt nicht so krass klingen, weil es gibt ja viele Best-ofs von Domtendo, Let's Play Markus und so weiter und so fort, ne, Kronk und so weiter. Aber dass sich wirklich jemand hinsetzt, meine Videos schaut, das weiß ich. Aber dass sich jemand hinsetzt und sich die Mühe macht, aus den Videos Dinge rauszusuchen, die ihr in einem Best-of packt, das ist einfach, mein Kopf explodiert einfach. Ich habe das gesehen, diesen Kommentar so, habt ihr überhaupt mal zwei Best-ofs von dir erstellt, vom Monster Hunter? Ich dachte so, hä? Warum? Also, und das ist so krass einfach. Das ist so krass. Und generell, es gibt auch Kommentare, ich habe jetzt in letzter Zeit auch wieder Kommentare erhalten, neben diesen komischen Dommel-Idioten da, sondern habe ich auch noch sowas erhalten, ja, mir gefällt dein Kommentierstil, du unterhältst mich gut und solche Sachen. Das sind einfach, das ist irgendwie so surreal. Auch als ich die 100 Abonnenten erreicht hatte, dachte ich so, okay, ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschafft. Und es ist halt wirklich eine Gaming-Community, eine Nintendo-Community. Wir sind hier auf dem Kanal möglichst, hauptsächlich Nintendo fokusmäßig unterwegs. Und es ist einfach heftig. Also 100 Abonnenten, das mag für viele nicht nach viel klingen. Ich wiederhole mich heute wieder. Aber 100 Leute, 100 Leute. Stell dir mal vor. So, ich gehe heute einkaufen. Und ich habe dort eine YouTuberin gesehen, die wohnt im Nachbarort. Die hat... Warte mal, ich schau das mal kurz nach. Das interessiert mich jetzt wirklich. Wie viele Abonnenten die gerade hat, einen ultra langen Namen. Die hat tatsächlich momentan 10.000 Abonnenten. 10.000 Abonnenten. Die habe ich heute gesehen. Die lebt hier. Und ich dachte so, Alter, die hat 10.000, ich habe 100. Es ist irgendwie so krass. Also, 100 ist so eine große Zahl, auch im Vergleich sogar, finde ich sie immer noch groß. Das nur so am Rande. Also, es ist unglaublich. Ich möchte mich nochmal riesig dafür bedanken. Es ist heftig. Final Fantasy Brave Exvius. Ein Video, tschüss. Minecraft Together 2 Videos, The Windbreaker HD nicht abgeschlossen, Splatoon auch nicht, Mario Kart Online auch nicht abgeschlossen, Super Mario Galaxy, die Wii hat meine Mutter jetzt, für Netflix. Super Mario Land 2, das haben wir abgeschlossen. Nice. Mario Kart Wii, haben wir abgeschlossen. Und das war's. Wir haben dieses Jahr 2 Let's Plays abgeschlossen. 2. 2 Let's Plays. In 365 Tagen 2 Let's Plays. Insgesamt habe ich in meiner YouTube-Laufbahn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Let's Plays beendet. In über 2 Jahren Let's Playen 6 Projekte. Super Mario Bros., Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Wii und Super Mario Land 2. Daran merkt man doch einfach nur, ich verstehe das nicht, warum, was mache ich denn? Gut, zu meiner Verteidigung, wenn ich jetzt hier mal schaue, momentan, Projekte, die momentan laufen, Mario Maker praktisch endlos. Mario Kart praktisch endlos, Splatoon praktisch endlos. 3 Projekte. Wir haben momentan, wie viel haben wir überhaupt gerade? Wir haben gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon sind 3 endlos. Na gut. Mario Galaxy kann ich nicht mehr aufnehmen. Lief die Undercover und Wind Waker kommen ja. Das kann nicht sein, Alter. 2 Let's Plays in einem Jahr. Boah. Das ist so dumm. Das ist einfach... Das ärgert mich halt wirklich, ne? Das ärgert mich halt wirklich. Unglaublich. Aber eine Sache möchte ich versprechen, ich werde das Video auch langsam beenden. Nächstes Jahr möchte ich mich mehr reinknien. Vor allem was Livestreams angeht, wöchentliche Livestreams. Wir wollen Zelda spielen, Twilight Princess. Die Switch wird eine krasse Sache, ich freue mich riesig. Und ich hoffe, ihr seid am Start. Ich möchte mich bei euch bedanken. Für dieses Jahr. Für, gut, sagen wir mal einfach, 100 Abonnenten, für diesen krassen, durchgängigen Support. Mit
Kommentaren, die teilweise so lang sind und auch so viel, so zahlreich, Bewertungen, Aufrufzahlen. Es ist... Ich meine, Leute freuen sich, wenn Videos kommen. Da steht in den Kommentaren, yay, Splatoon oder irgendwie so. Alter, es ist so krass. Und vielleicht klingt es ein bisschen übertrieben, aber ich danke euch wirklich dafür, dass ich diesen Kanal so in der Art führen darf. Ich muss sagen, abseits von YouTube war dieses Jahr katastrophal und grausig. Und das hat sich teilweise auch auf YouTube ausgewirkt, auf meinen Kanal. Allgemein, was in der Welt dieses Jahr abgegangen ist, the fuck. Nächstes Jahr, pass mal, nächstes Jahr wurde Donald Trump Präsident und ich predikte das für nächstes Jahr. Nächstes Jahr um die Zeit werden wir hier sitzen und ich werde mir den Silvestertalk 2016 anschauen und mir denken, er hatte recht. Ich sage, die AfD hat nächstes Jahr im Bundestag mehr Prozente als die SPD bei der Bundestagswahl. Nur so ein bisschen Politik am Rande, ich sag das nur so. Mittlerweile die Welt mit Terrorismus, mit Donald Trump, mit so vielen Leuten, die dieses Jahr gestorben sind, jetzt erst Carrie Fisher und ihre Mutter. Es ist einfach dieses Jahr. Danke, dass es vorbei ist. Ich freue mich riesig auf 2017. Ich wünsche euch ein wunderbares Jahr 2017. Freue mich, wenn ihr es mit mir erlebt. Und ja, ich freue mich. Und hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag habt, schönen Abend. Lasst das Jahr schön ausklingen. Schießt euch keine Raketen ins Gesicht. Guten Rutsch, Leute. Und frohes neues Jahr 2017. Wird hoffentlich besser in allen Bereichen als 2016. Zumindest YouTube-technisch habe ich da tatsächlich den Eindruck, dass das so sein könnte. Danke fürs Zusehen. Danke für 2016. Bis nächstes Jahr, Leute. Ciao.